So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute wieder mit Rückenlicht. Letztes Mal hatte ich Gegenlicht. Da muss man ein bisschen variieren, dann passt die Sache. So, ich habe beschlossen, inzwischen nervt die Sache mit den Ausgangsbeschränkungen. Aber gut, ist natürlich nicht zu ändern. Aber ich wollte nur mal kurz fürs Protokoll festhalten, dass es inzwischen nervt. Ich möchte nämlich gerne ins Museum, aber geht nicht. Aber ich würde wirklich gerne ins Museum. Geht nicht. So, das ist nur fürs Protokoll. Und mal wieder ein schönes Restaurant hätte ich eigentlich auch Bock. Wir hatten ja das Glück, dass wir noch mal waren, bevor das Ganze losging, dass man da jetzt nicht mehr hin darf. Und dementsprechend ist das vielleicht nicht ganz so akut, aber irgendwie die Tatsache, dass man es nicht darf, erhöht doch irgendwie den Druck, es zu wollen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, geht mir vielleicht nur so. Jedenfalls heute wieder solidarisches Corona-Quarantäne-Überbrückungsprogramm, aus einem Guss. Und was machen wir? Wir machen heute Schnitzen ein wenig. Ja? Das war auch was mal jemand vorgeschlagen hatte. Ich gehe ja durchaus gerne auf eure Vorschläge ein. Und inzwischen hat übrigens mein dunkler Hut jetzt auch ein Hutband. Und zwar ein ledernes, geflochtenes. Schick, ne? Hat mir Evelyn gemacht. Bin ich sehr dankbar. Finde ich sehr cool und jawohl. So, und jetzt suche ich im Grunde bloß noch eine gescheite Kameraperspektive für die Schnitzerei und dann lege ich damit direkt los. Und ich brauche noch eine Säge, aber die kann ich auch off-Kamera suchen. So, ich glaube, das ist eine ganz praktische Einstellung. Ich habe mir nämlich gemerkt, wenn ich Dinge auf meinem linken Oberschenkel drapiere, dann sieht man sie. Und so wie zum Beispiel dieses Messer, was jetzt derzeit gerade das einzige ist, was ich dabei habe, was eine Säge hat. Und die brauche ich jetzt, denn hier ist mein Holz. Das ist eine Linde, beziehungsweise ein Stück davon. Und leider habe ich relativ viele Astansätze drin. Hier einer, da einer. Schön wäre natürlich ein astfreies Stück, wo man möglichst viel glatte Fläche hätte. Das wäre hier eigentlich der Fall, aber leider ist auf der anderen Seite dann da wieder ein fetter Ast drin. Also irgendwo muss ich ihn wegschnibbeln, beziehungsweise muss ich damit arbeiten, dass er da ist. Es ist also fast schon egal. Und die Seite geht nicht, weil da ein wenig gesplittert eben entsprechend ist. Und das ist dann auch blöd, ne? So, und deswegen nehme ich die Seite. Und hier ist auch wieder ein Ast. Und ich denke, dass mir die Länge reichen wird. Was schnitzen wir überhaupt? Wir schnitzen schon wieder einen Löffel. Das liegt einfach daran, dass Löffel halt was Praktisches sind. Ja, und man kann fast nicht genügend Holzlöffel haben. So. Und das funktioniert natürlich scheiße, weil ich nichts habe zum Befestigen. Und inzwischen ist die übrigens ganz gut durchgetrocknet. Die besagte Linde. Das macht das Sägen mit so einer kleinen Taschenmessersäge auch nicht unbedingt einfacher. Ja, fast durch. Das letzte Stück ist immer noch mal hartnäckig. Ja gut, das soll reichen. Okay, dann haben wir jetzt hier unser Stück Holz und da wollen wir jetzt einen kleinen Löffel draus machen und Schritt 1 mal ein bisschen schauen, ist denn das rund? Und dann stellen wir vielleicht fest, nee, ist nicht so ganz rund, sondern eher so ein bisschen elliptisch und da müsste man gucken, dass man die breite Fläche möglichst in der Mitte auf der ganzen Breite hat, um, also zumindest mache ich das immer so, um einen möglichst breiten Löffel hinzukriegen, wo man dann auch nennenswert Material eben mit löffeln kann, schlicht und ergreifend, ja. Und
Ich denke, auf der Seite, also hier, soll ja die Laffe hin, also die Vertiefung vom Löffel heißt, glaube ich, Laffe. Und das hier wird im Grunde der Griff bzw. der Stiel. So, was man jetzt machen kann, ja, kann, nicht muss, und je kleiner das Werkstück, desto eher würde ich davon abraten, ist das Teil spalten, ja, damit man also quasi schon die Mitte, nicht die Hälfte wegschnitzen muss, wenn man möchte, falls man das möchte. Das muss man ja nicht wollen, aber falls man will, dass die Markröhre, also das Objekt in der Mitte vom Holz, entsprechend nicht zu sehen ist, später im Löffel, weil wenn die angeschnitten ist, die sieht, ich persönlich finde das hässlich, und deswegen kann man immer nur die Hälfte vom Holz quasi für den späteren Löffel verwenden, wo die Markröhre dann nicht mehr dabei ist. Also man hat immer, sagen wir mal, nur 48% des Durchmessers von seinem Holz wirklich zur Verfügung. Außer man sagt, mir doch egal, die Markröhre darf auch drin sein. Ja, das kann man machen, wie man möchte. Die Markröhre ist natürlich ein seriöser Bestandteil eines Astes. Das wäre also auch durchaus nachvollziehbar. So, jetzt habe ich diverse Messer dabei. Ich fange mal an fürs Grobe. Ui, da ist aber was los im Wald heute. Schon wieder, ja. Also Forstarbeiten noch und nöcher derzeit. Aber dann erzähle ich ja niemandem was Neues, das wird bei euch so ähnlich sein. Also Messer fürs Grobe, das ist das Mora Light My Fire, beziehungsweise ist es überhaupt von Mora? Ja, es ist, also das Messer mindestens ist von Mora, und Light My Fire ist, glaube ich, derjenige, der dafür gesorgt hat, dass da noch ein Fire Steel hinten drin ist. Der funktioniert auch ganz gut. Und das ist eigentlich wirklich ein tolles Messer und schön scharf. Ja. Und ja, wie gesagt, der funktioniert auch sehr gut. Man will den natürlich nicht unbedingt verbrauchen, wenn man jetzt, soll ja für Survival-Zwecke eben vorhanden sein. Aber ich finde, das liegt sehr, sehr schön in der Hand. Ganz ähnlich wie andere Mora-Messer, und hat dann noch die Besonderheit, hier diese doppelte Schneide zu haben. Einmal hier mit einem Flachschliff und einmal mit einem Scandi-Schliff, dass man also da zweierlei Varianten hat, mit denen man arbeiten kann. Und das mag ich sehr gerne. Also ist ein schönes Messer. So, und da ich es nicht spalten will, mache ich jetzt ganz einfach, schlicht und ergreifend, dafür muss ich die Kamera einen Ticken hoch machen, alles komplett nur durch Schnitzen. Wie gesagt, das ist Linde. Linde hat jetzt die wundersame Eigenschaft, sich besonders gut schnitzen zu lassen. Andere Hölzer sind da nicht so schön, und es gibt eine sehr weiche, feine Struktur. Fühlt sich dann hinterher sehr gut an, muss man weniger schleifen. Hat so eine mittlere Faserlänge, kurz bis mittel. Und ich würde Linde grundsätzlich immer empfehlen wollen, wenn die Frage ist, mit was schnitzt man denn am dümmsten. So, das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin ja jetzt auch kein Profi, was die Schnitzerei angeht. Wäre also lieber ein Schnitzvideo vom Profi gucken mag, was ich auch sehr empfehlen kann. Die sind auch sehr entspannt. Gerade wenn man sich aufregt, muss man mal einem guten Schnitzer beim Schnitzen zugucken. Dann regt man sich ganz schnell nicht mehr auf. So, soweit, so gut. Da bin ich jetzt beinahe an der Markröhre. Hier ist sie, da bin ich. Da will ich jetzt erstmal noch nicht mehr wegnehmen. Das kommt dann später gegebenenfalls. So, und dann machen wir hinten ein bisschen die Äste weg, was dann noch da ist. Machen hinten auch noch ein bisschen flach. Und dann habe ich immer eigentlich gerne, da wo die Laffe hin soll, schon mal die Rinde ein bisschen weg. Das ist im Grunde ein nicht notwendiger Arbeitsschritt, aber mache ich gerne. So, ist der hintere Ast auch weitestgehend weg. Hier noch ein bisschen. Da haben wir jetzt noch einen kleinen Ast drin. Den
lasse ich vorläufig mal. Vielleicht kann man den ja sogar noch dekorativ in irgendeiner Form mit einbauen, möglicherweise. So, das ist jetzt natürlich so, dass jetzt der Griff ein bisschen dick ist. Den müsste man also jetzt noch kleiner kriegen. Und hier könnte man jetzt auch gut ein kleines Beil nehmen. Habe ich aber nicht und deswegen muss ich da jetzt auch noch eine ganze Weile rumschnitzen, damit das Video jetzt nicht epische Länge erreicht. Mache ich das jetzt mal kurz auf Kamera, zumindest ein Stückchen. So, inzwischen sieht das Teil so aus. Ich habe jetzt also hier hinten schon ordentlich Material ab. Das ist jetzt so ein Proto-Griff, in Anführungszeichen. Kann man hier schon ganz gut heben, was auch ganz schön ist, damit man hier vorne gut arbeiten kann. Was ich immer mache, das hat sich irgendwann mal bei mir so eingebürgert. Ich kann euch nicht sagen, ob das eine besonders schlaue Idee ist oder nicht, aber ich mache hier gerne einen Hubbel, der für mich beim Schnitzen den Übergang zwischen Laffe und Stiel so ein bisschen markiert. Das ist wirklich nur eine Sicherheitsvorkehrung beim Schnitzen quasi, dass ich weiß, ich bin gerade am Griff oder ich bin gerade am potenziellen Laffenstück. Und ja, das hat sich irgendwie bei mir so eingeschlichen. Ich mache das gerne. Und wichtig bei solchen Löffelschnitzprojekten ist meiner Meinung nach unter anderem, neben, dass es im Endeffekt irgendeinen Löffel geben soll, dass es auch Spaß machen soll. Und deswegen sind so kleine Fortschrittskontrollen eine ganz schöne Sache. Ne? So, ich bin inzwischen übrigens Messerwechsel auf das Mora Robust umgestiegen. Das liegt mir, wenn ich massive Schnitte mache, ein bisschen besser in der Hand. Aber ihr seht, das ist hier direkt zu Ende. Das ist da vorne auch direkt zu Ende. Passt gerade noch so, also von der Größe her genau in meine Pfote. Wenn ich jetzt aber diesen sogenannten Power Cut machen möchte, ja, diesen hier, wo man das Messer quasi mit der Schneide zu sich selbst hält und dann diesen hier macht, ne, und mit den Schultern quasi arbeitet statt mit den Armen, da habe ich dann doch das Problem, dass es mir hier unten in den Handballen drückt mit diesem Teil. Ja, also dafür ist der Griff dann doch nicht lang genug, aber das macht nichts. Das kann man dann trotzdem eben ganz schön nehmen. So, also wie gesagt, mit dem Griff bin ich jetzt erstmal zufrieden. Jetzt, was ich auf keinen Fall haben möchte, ist, dass meine Laffe hier noch schmaler wird. Also da was wegnehmen oder da, das will ich ja eben nicht, weil ich den breitestmöglichen Löffel, den halt eben nun mal, hallo übrigens, den nun mal eben mein Holz hergibt, haben will. Ich bin noch nicht ganz auf der Markröhre und wenn man wissen will, ob man auf der Markröhre ist, geht das relativ einfach, beziehungsweise wenn man bis dahin möchte, nämlich man nimmt einfach so viel Material ab, möglichst gerade, möglichst flach, damit das hier eine glatte Fläche gibt. Also so mache ich das, wie gesagt. Ich kann euch immer nur sagen, wie ich das mache. Bis die Markröhre eben zu sehen ist und dann weiß man ja, dass sie jetzt beginnt, dass sie dann auch gleich zu Ende ist und dass man ab da dann eigentlich quasi den höchsten Punkt des Löffels anlegen kann. Jo. Da kommt sie langsam zum Vorschein. Nehme ich da noch ein bisschen was weg. Ja. Und hier haben wir jetzt die Markröhre. Das ist der schwarze, der bräunliche Streifen, der jetzt da oben quasi in der Mitte zum Vorschein kommt. Da geht es los. Dann schnitze ich weiter, bis sie wieder weg ist. Und dann weiß ich, tiefer muss ich mit dem Rand vom Löffel nicht gehen. In der Mitte wird er natürlich noch ausgehöhlt.
Ja, jetzt sieht man sie auch ziemlich deutlich. Okay, und wenn sie fast nicht mehr zu sehen ist im vorderen Bereich des Löffels, dann reicht es mir. Ja, also jetzt, man sieht sie zwar noch, sie ist da noch da, aber sie ist da schon wieder zu Ende. Also quasi hier beginnt sie, weil da der Löffel noch ein bisschen breiter ist. Da hinten ist sie natürlich auch überall noch vorhanden, aber da vorne ist sie schon weg. So, jetzt muss man sich überlegen, wo genau, wie lang soll der Löffel eigentlich im Endeffekt werden? Wo genau will man seine Vertiefung haben? Und ich lasse mir vorne grundsätzlich immer noch ein paar Zentimeter über, damit ich ihn dann auch noch gegebenenfalls anfassen kann, um dann auch ihn so rumzuhalten und dann hier noch ein bisschen rumzuschnitzen. Ja? Ich würde also noch einen Ticken weiter nach hinten gehen, dass ich vielleicht ab ungefähr hier beginne mit der Laffe, dann nach hinten logischerweise. Das heißt, mein Höcker hier ist inzwischen etwas zu sehr dran und der muss jetzt auch ein Stückchen kleiner werden, damit ich da besser arbeiten kann. Und da wir jetzt langsam zu den etwas feineren Sachen kommen, gehe ich jetzt spaßeshalber zum Schnitzmesser über. Da habe ich hier ein Mora Schnitzmesser. Also ich habe fast nur Mora Messer im Einsatz heute. Nee, ich habe nur Mora-Messer im Einsatz. Mein Schweizer Taschenmesser habe ich ja nur zum Sägen verwendet. Und das ist einfach für die Präzision toll. Das macht keine riesen Holzmengen, will man damit vielleicht nicht unbedingt bewegen. Aber es liegt auch einfach toll in der Hand. Dieser Griff, so simpel der auch ist, der schmeichelt sich richtig an die Hand an. Und das macht richtig Freude, mit dem Ding entsprechend zu arbeiten. Also es ist ein zeitloses, simples, so unergonomisch es auch irgendwie sein mag, in seiner Simplexität, genau, ist das ein wunderbares Griffdesign. Damit arbeite ich wirklich fast schon am liebsten. So. Ja, wisst ihr was? Ich hole euch jetzt doch noch ein kleines bisschen näher ran. Hoppla. Und mache das Ganze noch ein kleines bisschen weiter runter. Und dann sieht man noch ein bisschen besser, was ich tue. Hoffe ich. Ja, aber das müsste gehen so. So. Jetzt, man sieht hier entsprechend jetzt viel Markröhre, das passt mir soweit. Dann mache ich gerade noch die Kanten beim Rohling ein bisschen weg. Ich mag das nicht, wenn mein Holz so scharfkantig ist, wenn ich es in der Hand habe zum Hantieren. Auch das ist ein Arbeitsschritt. Der wird wahrscheinlich nicht unbedingt erforderlich sein, aber für mich fühlt es sich einfach besser an. Und ich will hier nicht besonders schnell schnitzen, sondern
einfach nur schon wieder mal wieder einen Löffel haben. Ich weiß auch noch gar nicht, was das für einen Löffel gibt. Vielleicht tatsächlich auch mal ein Ersatz für den üblichen Outdoor-Löffel, die ich sonst so im Einsatz habe, die ja dann meistens aus Kunststoff sind. Mal schauen. Ich habe also noch gar keinen Plan, was ich genau mache. Ich weiß nur, ich mache einen Löffel und keine Gabel. Und auch nicht eine Suppenkelle oder sonst wie. Das könnte man ja durchaus auch mal versuchen. Dafür wäre dann halt irgendeine Astgabel toll, wenn man eine Suppenkelle haben möchte. So, jetzt kommt dieses Teil hier. Das ist jetzt ich weiß immer noch nicht, wie die korrekt heißen. Ich nenne es Löffelmesser. Unter dem Namen hat man es wohl auch schon im Internet gesehen. Und das ist einfach dafür da, dass das auf dieser Seite hier einen Anschliff hat. Also da wo ich jetzt ansatzweise reinlange. Und auf der anderen Seite hat es keinen. Es gibt auch welche, die sind beidseitig angeschliffen. Und damit kann man jetzt quasi mit solchen Dreh- und Schabbewegungen wunderbar einen Hohlraum in ein ansonsten glattes Stück Holz schnitzen. Da muss man nur ein bisschen vorsichtig sein. Solange da noch kein Hohlraum ist, ist die Chance, dass man da abrutscht und sich böse weh macht, durchaus gegeben. Und deswegen bin ich geneigt, da immer sehr vorsichtig anzufangen. So. Hoppla, seht ihr, da bin ich jetzt ein bisschen abgerutscht, ist nichts passiert, aber ups, und schon wieder. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Wahrscheinlich gibt es da auch noch irgendwelche tollen Techniken, wie man besonders gut mit diesem Werkzeug hier umgeht. Die kenne ich aber schlicht und ergreifend nicht. Und habe auch schon bei anderen Leuten gesehen, die wirklich toll schnitzen. Das Resultat sehr überzeugend ist, dass die das auch teilweise benutzen. Dass man sich so aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen denkt, oh, weiß ich nicht, ob das jetzt so ganz im Sinne des Erfinders ist oder eben im Sinne des Sicherheitsbeauftragten. So. Hat man dann mal eine Vertiefung, lässt die sich noch super weiter auskratzen. Aber das Problem ist erstmal, halt die Vertiefung überhaupt hinzukriegen. Und das geht jetzt noch eine Weile so weiter und dann mache ich jetzt noch mal einen Schnitt zwischendurch. So, also, ich habe jetzt hier mal ein bisschen, zumindest halbwegs geschafft, die Laffe da ein bisschen zu vertiefen. Das Problem, das Holz in der Mitte splittert ganz gut. Also wenn man das nicht längs zur Faser, sondern so ein bisschen quer zur Faser schneidet, was man beim Aushöhlen eigentlich fast machen muss, dann ist es ein bisschen widerspenstig. Da ist frischeres Holz natürlich einfacher zu bearbeiten als jetzt hier mein schon relativ trockenes. Ich vermute mal, dass da auch so ein ganz kleines bisschen im Bereich der Markröhre die Holzstruktur eine andere ist als weiter außen. Aber gut, ich habe mir hier jetzt so zwei Markierungen gemacht, links und rechts, um ungefähr zu sagen, bis hier soll der Löffel gehen, also den kompletten Bereich bis quasi da, und habe hier noch ein bisschen was zum Anfassen, werde dann das noch ein bisschen vertiefen. Allzu tief geht es ja eh nicht, weil das Ding ja schon relativ schmal ist, und habe gedacht, ich arbeite jetzt noch ein bisschen am Griff. Das heißt, ich mache jetzt meinen Griffhöcker, den ich auch noch ein bisschen abgetragen habe eben, noch etwas mehr weg und arbeite jetzt einfach den Griff generell ein bisschen kürzer, schmaler, ne? Also dünner, genau, das ist das Wort. Das habe ich gesucht. Und vor allen Dingen will ich da ja auch die Markröhre raus haben, und die kommt gerade zum Vorschein. Und wenn die auf gesamter Länge rausgeschnitzt ist, sind wir da schon ein ganzes Stückchen weiter. So. Unten weg. Hier auch.
So. Muss ich noch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht allzu tief komme. Das ist jetzt auch wieder nur so, dass ich die scharfen Kanten ein bisschen abbekomme. Das ist mir sonst immer so zum Anfassen ein bisschen ungemütlich. So. Okay. Wichtig ist auch hin und wieder mal den Löffel dann von so zu betrachten, also von mir aus gesehen in diese Richtung, zu schauen, wo es noch Unebenheiten gibt. Zum Beispiel ist diese Seite hier ein bisschen höher als die Seite. Das heißt, hier muss ein bisschen Material ab. Und ich muss dann aufpassen, dass ich da drüben nichts mehr abmache. Hier ist auch noch so ein bisschen ein Hubbel. Ah, da ist ein bisschen was ausgerissen. Das ist dann schade, ne? Für die Optik vor allen Dingen. So, gut, in dem Bereich vorsichtig sein. Und hier kann ich jetzt wieder, oh, ein Specht über mir, problemlos ein bisschen Material noch abtragen. Aber ich bin dann auch immer ein bisschen vorsichtig am Griff, so langsam. Ich will den auch nicht zu dünn haben. Der Löffel soll ja auch mal ordentlich zum Umrühren verwendet werden können im Kochtopf. Und so ein super filigranes Ding, klar, ich meine, gehen tut das auch, ohne dass der kaputt geht, aber man muss es auch nicht übertreiben. So. Zur Schnittsicherheit, zum Körper hinarbeiten, ist natürlich immer so eine Sache. Und da ist dann ganz praktisch, wenn man ein wirklich kurzes Schnitzmesser hat, dass man sich das irgendwo hinrammt, ist eher unwahrscheinlich. Und dass man dann, naja, wenn das wirklich nur ein sehr kurzes Messer ist, innere Organe erwischt. Sagen wir mal, es bringt doch ein kleines bisschen das trügerische Gefühl von etwas Sicherheit. Aber auch jetzt arbeite ich ja gerade quasi zu meiner Hand hin. Da muss man dann einfach schauen, dass man wirklich nur ganz wenig Kraft da reinsetzt, gut am Holz sitzt und wenn das Messer schön scharf ist, dann wird das auch gut vom Holz gebremst. Das ist dann vielleicht auch nochmal eine wichtige Komponente. Gut, das könnte jetzt theoretisch sicherlich immer noch schärfer sein. Ich bin ja nicht der Meister des scharfen Messers. Ich kriege sie halbwegs so hin, dass man sie benutzen kann. Und dann ist aber auch leider schon wieder Schluss, ne? Bei der Schleiferei. Werde ich auch hin und wieder mal gefragt, kann ich ein Video zu Schleifen machen? Nein, kann ich nicht. Dafür bin ich da einfach zu schlecht drin. Das würde niemandem weiterhelfen. Ich kann ja nur halbwegs weitergeben, was ich selbst auch halbwegs beherrsche. Und die hohe Kunst des Schleifens, da habe ich wohl scheinbar irgendeine Barriere im Hirn. Ich habe dazu Bücher, ich habe dazu Tutorial-Videos geguckt, aber so richtig hat sich mir noch nicht das Geheimnis des Messerschleifens offenbart.
So. Ja, so wie das jetzt gerade ausschaut, müsste ich definitiv meine Laffe noch ein Stück weiter nach hinten ziehen oder den Löffel noch ein Stückchen weiter nach vorne ziehen, also den Griff verkürzen. Ich versuche mal, die Laffe noch ein Stückchen weiter nach hinten zu bekommen. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Und auch wirklich die gesamte Breite des Löffels auch zu gehen mit der Aushöhlung. Bitte, bitte, wo ist es denn? Da ist es. Und das sind jetzt halt wirklich so Feinheiten. Also ich arbeite am liebsten mit einem geraden Messer, mit diesem krummen Ding hier. Da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Und meine Gehen tut es auch. Das ist einfacher, je breiter das ist, wo drin man rumarbeitet, weil dann kann man nicht so viel falsch machen. Dann kann man auch mehr von diesem Messer einsetzen. Die gibt es auch noch in kleiner. Für so einen kleinen Löffel wäre jetzt ein kleineres im Grunde ganz praktisch. Jetzt schnitze ich hier in der Markröhre rum. Ich muss da noch ein bisschen Material abtragen. Die Markröhre muss noch weg. Das hat keinen Zweck. Nur ein bisschen Vorsicht wäre gut. Vorsicht ist besser als Nachsicht, weil das Holz verzeiht einem nicht. Wenn man zu viel weggeschnitten hat, dann ist es weg. Hier muss ich echt ein bisschen aufpassen, da an der Seite. Da ist eine Holzanomalie. Irgendwie ist die Faserstruktur da leicht anders. So, ja. Nehmen wir noch ein kleines bisschen die Markröhre weg. Noch. Was man machen kann, wenn man versucht, die Höhlung nur mit einem normalen Messer zu machen, ist von der Markröhre ausgehen. Und von der Markröhre aus dann die Höhlung quasi vorantreiben. Also für einen improvisierten Löffel, der vor allen Dingen schnell gehen soll, habe ich hier mal mitgebracht, ein Stück Holunder. Das ist dahingehend relativ simpel, dass man, wenn man den jetzt hier so ein bisschen sich wirklich einen ganz schnellen Löffel machen möchte, weil man nur vergessen hat, sich seinen mitzunehmen, dann braucht man einfach nur einen Holunder im Grunde abflachen, bis man zur Markröhre kommt. Ja, noch nicht ganz. Das ist ganz schön tief bei dem Exemplar. So, hier. Und das ist die Markröhre, das Weiße. Ich hoffe, man kann es sehen. Und die ist relativ riesig bei Holunder. Ja, und wenn man jetzt diese komplett freilegt und sich dann mit dem Messerchen quasi das weiße Zeug da rauspobelt, so, dann hat man da ja schon einen wunderbaren Hohlraum und kann dann mit dem Messer einfach diesen Hohlraum noch etwas erweitern an den Seiten. Wenn man sich das jetzt zur Seite hin halt so ausflacht, wie man es gerne haben möchte und auch die Rinde ein bisschen wegmacht. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und vielleicht die Rückseite noch ein bisschen abflacht oder wie man das halt individuell haben will.
Aber ihr seht, worauf ich hinaus möchte, denke ich, ist schon ganz gut zu sehen. Man kriegt da wirklich innerhalb kürzester Zeit einen ordentlichen Hohlraum rein in den guten Holunder. Und das führt halt dazu, dass man sich da ganz schnell einen Löffel machen kann. Wenn der jetzt generell dicker gewesen wäre, dann würde man ihn natürlich auch breiter hinbekommen. Aber man hat immer das Problem mit der Makrohre im Holunder, dass das dann gegebenenfalls halt nicht so schön ausschaut. Und für einen hübschen Löffel taugt das nichts. Aber es geht am schnellsten wirklich Löffel improvisieren. Holunder würde ich da empfehlen wollen. So, zurück zu meinem. Da wollte ich den jetzt noch weiter aushöhlen. Ja, jetzt geht mein Material weg. Wie gesagt, je größer die Aushöhlung bereits ist, desto einfacher ist es, da noch ein bisschen weiter auszubauen, weil man dann einfach besser mit dem Hohldingens hier rein kann, mit dem Löffelmesser oder wie immer dieses Teil heißt. Damit ich hier halt auch ein halbwegs brauchbares Löffelvolumen in Anführungszeichen einfach erreiche, damit da auch was reingeht in den Löffel. Sonst isst man da ja ewig mit. So, jetzt langsam kommen wir vorwärts. Zum Rand hin muss man natürlich vorsichtig sein, dass man da kein Loch in den Löffelrand macht, sonst läuft der Löffel aus, beziehungsweise sabbert man mit jedem Bissen sich voll. Was natürlich nicht sehr schlimm ist, aber muss man ja aber auch nicht haben. So. Mach da noch ein bisschen weiter. Okay, mit der Laffe bin ich jetzt soweit eigentlich ganz zufrieden. Die ist mir jetzt... Ah Mann, das ist immer mit dem Scharfstellen ein Problem. Die ist mir jedenfalls jetzt tief genug. Und ich würde jetzt den Rest im Grunde noch fertig machen und dann hinterher, wenn der Rest soweit fertig ist, beziehungsweise bevor ich da vorne das Teil noch abschneide, möchte ich dann noch so ein kleines bisschen Laffe verfeinern und so ein paar Schönheitsoperationen und so weiter und so fort. Aber die ist jetzt tief genug. Das war recht mühsam. Wie gesagt, das ist ein bisschen widerspenstigeres Holz diesmal. Hat da so ein paar Anomalien, genau eben im Laffenbereich. So, jetzt machen wir die Markröhre noch vollständig weg. Das muss auf jeden Fall, weil die will ich nicht haben.
So. Mhm. Da muss er auch noch weg. Da verlieren wir dann noch ein ganz kleines bisschen Löffelvolumen. Aber das ist es wert. Das sieht ja sonst blöd aus. Also ich mag das so jedenfalls nicht. Jetzt muss ich inzwischen wirklich aufpassen, dass ich nicht zu viel Material wegnehme. Das würde mir hinterher fehlen. Das ist auch so eine Stelle, da franzt er wahnsinnig gerne aus, weil man da ja eine Kurve schnitzt und da neigt das Holz dann zum Ausfransen. Wenn man jetzt zum Beispiel vorhat, ein Werkstück zu machen, also einen Löffel komplett ohne Schleifpapier, dass man also sagt, den schleife ich hinterher nicht, der bleibt messergrob, dann muss man da ja ganz viele super feine Schnittchen machen, damit das dann klappt. Und da braucht man dann auch wieder ein Holz, das da für sowas einfach geeignet ist. Da hätte man zum Beispiel mit einem langfaserigen Holz wie einer Fichte, also relativ lange Fasern, hätte man da schon so eher seine Schwierigkeiten. Ja, kann noch ein bisschen was weg. Hier noch ein bisschen. So langsam nimmt die Sache Form an.
ganz schön windig heute wieder. Wir haben die letzte Zeit dauernd wirklich starken Wind im Walde auch, beziehungsweise überm Wald. Man hört es ja in den Blättern rauschen, hoffe ich, dass man das so ein bisschen hört. Das sind so die vorherrschenden Geräusche gerade. Vogelzwitschern, jede Menge Windgeräusche. Aber auch ganz viel Forstarbeiten. Auch sehr aktuell. So. Also, jetzt bin ich dabei, meine Laffe, also quasi die Unterseite meiner besagten Laffe, ein wenig zu bearbeiten. Dafür mache ich jetzt da vorne das Halteteil, das brauche ich vielleicht auch noch, deutlich kleiner, dass da schon mal einiges weg kann. Den kann man hier unten schon mal ein wenig abflachen. Also den Bereich, den man dann auch im Mund auf der Zunge liegen hat quasi, der sollte sehr glatt und unaufregend sein. Das futtert sich sonst nicht schön vom Holzlöffel. Und vor allen Dingen muss der Löffel auch dünn genug sein. Laffe plus Unterteil, dass sich das nicht was anfühlt, was man dann im Mund hat, weil man ist ja sehr dünne Metalllöffel gewöhnt. Die sind ja tendenziell schon ziemlich dünn. Hoppla, das war ein bisschen enthusiastisch. So. Noch etwas abflachen. Noch etwas mehr abflachen hinten. Ja, auf der Seite auf jeden Fall noch. So, die Lage spitzt sich zu. Hehe. Und wir haben das Ding jetzt quasi fertig ausgeschnitten. Ja. Fühlt sich schon ganz gut an. Auf der Rückseite wirklich vorsichtig Material abtragen, man da jetzt keinen Fehler macht. Ja, es wird. Hier ist er noch viel zu breit, dick meine ich. Man kann das ja im Regelfall nicht wirklich sehen, wie dünn das Material an den meisten Stellen schon ist. Muss man dann fühlen. Oder wissen, je nachdem.
soll auch Leute geben, die das wissen. So. Da hinten ist noch deutlich zu viel. Da kann ich gleich mal noch eine größere Ladung wegnehmen. So, jetzt aber. Jetzt aber. Hier haben wir noch einen Hubbel. Wenn man sich so einen Hubbel reinschnitzt, ist immer schwierig, weil der Hubbel schwer wieder wegzukriegen ist. Da bricht dann gerne schnell gleich ein bisschen was aus. So. Hubbelproblematik weitestgehend beseitigt. Hier ist er mir noch ein Ticken zu dick. Da ist schon ganz gut. Also das sind so Sachen, die ich im Laufe meiner Löffelschnitzerei wirklich anders zu machen gelernt habe. Mach die Löffel nicht so dick. Es macht keinen Spaß, von so einem riesen Holzklotz, den man dann im Mund hat, zu essen, weil man ist es halt einfach nicht gewohnt von Zivilisationslöffeln, sage ich jetzt mal, dass man da mordsmäßig Zeug im Maul hat, was nichts zu essen ist. Das macht dann einfach keine Freude. Ja, Arbeitssicherheit, ne? Was ich hier jetzt mache, das ist die, was zum Finger, zur Hand zeigt, ist schon die scharfe Seite. Das ist wirklich eigentlich nicht empfehlenswert. Aber, schaut mal, wenn ich jetzt abrutschen würde, dann haue ich mir mit dem Zeigefinger gegen den Löffel. Ja, und das ist so eine gewisse Blockade. Also weiter als hier komme ich jetzt gar nicht. Und wenn ich jetzt wirklich beim Schnitzen darauf achte, dass ich da immer, wenn ich mit dem Zeigefinger gehe, also mein Zeigefinger kloppt mir gegen die Hand, bevor ich mit dem Messer mir in die Hand schneiden kann. Also so eine gewisse Sicherheitsvorkehrung ist schon noch dabei. Man muss da aber schon sich auch konzentrieren. So. Ja, da hinten sieht das schon ganz gut aus. Jetzt machen wir mal vorne fertig. Und das ist jetzt der letzte Rest der Markröhre, den ich noch weghaben möchte. So. Hier noch ein kleines bisschen ein Problem mit der Symmetrie. Und da haben wir auch noch ein kleines bisschen ein Problem mit der Symmetrie. So, jetzt haben wir fast sämtliche Symmetrieprobleme beseitigt. So, und damit der jetzt vorne wirklich schön dünn ist, in dem Bereich, wo man dann eventuell wirklich den Joghurt noch versucht auf den Löffel zu bekommen oder sowas, versuche ich das meistens so zu machen, dass ich hinten wirklich noch mit langen, geraden Schnitten versuche, den dann möglichst flach und eben hinzubekommen. Das, was er hier zum Beispiel jetzt gerade gar nicht ist. Wupp.
sieht eigentlich soweit schon so aus, dass man da Potenzial drin erkennen kann, wie ich hoffe. So, aber da ist noch zu viel Holz vorm Bereich der Vertiefung, also wo das dann losgeht, ein echter Löffel zu sein. Das kann man zum Teil einfach dadurch lösen, indem man die Vertiefung noch ein kleines bisschen mit dem Messer vergrößert. Aber da muss auch noch etwas Material weg. So. An den Feinarbeiten kann man dann ganz lange noch sitzen. Und es ist auch schwierig, für sich selbst dann irgendwann zu sagen, so, jetzt bin ich fertig, jetzt schneide ich da nicht mehr dran rum, jetzt wird es eher schlechter als besser. Das ist ganz schwierig. Das habe ich so meine größeren Problemchen immer mit. Also für mich ist es wichtig, dass der da vorne wirklich so flach wie möglich ist, ne? Dass man also hier maximal 2 mm breit hat, wo ich jetzt hier gerade quasi den Finger dran habe. Das ist sonst einfach vom Essen her eine blöde Haptik. Jo, Symmetrie passt halbwegs, braucht ja auch nicht super symmetrisch sein. Jetzt kann man hier noch ein bisschen Material wegnehmen. Wenn man das dann will.
Also ich will. Und hier habe ich jetzt halt ein Astloch, ne? Ganz kleines. Das kriege ich nicht mehr weg. Das ist jetzt halt so. Ein Kratzerchen. Das machen wir noch ein bisschen kuscheliger. So, hier auch. Ein kleines bisschen den Rand noch entgraten quasi. Mhm. Da kann hier noch ein bisschen was weg. So. Mhm. Da hinten noch ein kleines bisschen. So, das wäre jetzt im Grunde ein verzehrfertiger Löffel, mit dem man dann auch durchaus was mampfen könnte. Der wiegt nahezu nichts. Lindenholz ist ja auch durchaus relativ leicht. Wäre also auch für Leute, die gerne wenig Gewicht mit sich rumschleppen wollen, ganz ernsthaft eine Alternative. Klar kann man jetzt den Griff noch ein bisschen kleiner, dünner, filigraner machen, so wie man das halt haben möchte, dass der auch schön in der Hand liegt. Und mit der Länge eignet sich das Ding auch ganz gut zum aus Trekkingtüten essen. Könnte dafür noch ein Ticken länger sein, aber das muss ja auch nicht zwingend, dass man dafür jetzt einen speziellen Löffel schnitzen muss zum aus Trekkingtüten essen. Wobei ich keinen habe, das heißt, das wäre eigentlich schon mal ein potenzielles Projekt, wo man drüber nachdenken könnte. So. Was man jetzt noch machen kann, ja, und dann haben wir es. Kann nicht, muss, das ist wichtig, ist weiter am Griff rumschnitzen. Ich sag ja, das ist dann schwierig, dass man für sich sagt, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich aufhören. Ganz schwierig. Wahrscheinlich fällt mir dann nachher, wenn ich daheim bin, noch ein, hier könnte ich noch 2-3 Schnittchen setzen. Und da vielleicht noch und so weiter. Ich kenne mich. Das wird wahrscheinlich so kommen. Aber in jedem Fall, was man jetzt noch machen kann, ist, Moment, das Ding schleifen, ne? Also schleifpapiertechnisch
ich kenne mich da ja nicht aus. Ich habe hier jetzt so einen, meinen Schleifpapiersack, beziehungsweise unseren, das ist der von Evelyn und mir quasi, alle möglichen Stärken und Schwächen. Und ja, grundsätzlich zu viel schleifen will ich die auch jeweils nicht. Einfach so ein bisschen abreiben. Reicht für meinen Geschmack meistens auch schon aus, wenn man das halbwegs, das ist zum Beispiel jetzt schon sehr Babypo-Niveau hier, wenn man das halbwegs glatt geschnitzt hat, und das ist ja das Schöne, dass man, beziehungsweise auch so ein bisschen die Herausforderung, dass man versucht, das allein vom Schnitzen her schon sehr glatt hinzubekommen, das macht mir sehr viel Spaß, dass das dann halbwegs funktioniert, oder halbwegs zumindest. Das Einzige, was man eigentlich fast immer noch schleifen muss, möchte, sollte, wäre halt eben die Laffe, weil die mit diesem Hohlmesser nicht so richtig schön wird. Man kann sich dafür dann auch wieder einen abgerundeten Stock nehmen, da das Schleifpapier drumherum weckeln und dann da drin rum, wunderbar drin rum fuhrwerken bei der Schleiferei. Es geht aber auch so natürlich. So, und ich mache jetzt nicht alle Schleifarbeiten, mal nur so ein bisschen grob. Und dann gibt es noch Leinöl. Leinöl kriegt man im stinknormalen Supermarkt. Ich habe das jetzt in Form von, ja, wo habe ich es denn? Es ist weg. In einem kleinen Kätzelchen dabei. Ja. Ah, da hinten ist es. Und da mache ich das dann einfach immer so. Man kann dann hinterher trotzdem noch weiter dran rumschnitzen, aber jetzt nur mal zum Zeigen, dass ich in die Laffe rein einfach einen Löffel voll gebe. Zu viel kann man fast nicht nehmen, das wird dann einfach vom Holz nicht aufgenommen. Leinöl hat so ein bisschen einen alternativen Geruch, sage ich jetzt mal. Ist aber ein stinknormales Speiseöl, da macht man also auf jeden Fall, wenn man später vom Löffel essen möchte, macht man da auch nichts falsch. Und dann kann man den großzügig einölen. Dafür kann man selbstverständlich auch ein Tuch nehmen, wenn man das will. Das führt dann natürlich nochmal zu einer gewissen Farbanpassung. Da kann man dann auch schön sehen, wo man unsauber gearbeitet hat. In meinem Fall hier hinten. Da ganz, 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 ganz grob noch alles, muss man noch schöner machen. Aber da vorne die Laffe, die ist schon wirklich sehr gut, fühlt sich angenehm an. Vielleicht noch ein Hauch scharfe Kante hier, das könnte man noch ein kleines bisschen ausbessern. Und 100% symmetrisch ist das Ganze doch nicht, auch nicht, aber auf die Rückseite bin ich eigentlich ganz, ganz stolz. Da sieht er schon gut aus, auch der Übergang Griff zu Laffe ist ganz in Ordnung und ja. Also ich geize dann nicht mit Öl, weil man kann das Zeug quasi in keiner Menge unter 250 Milliliter kaufen. Habe jedenfalls noch nie jemanden gefunden, der das in weniger verkauft. Und deswegen habe ich davon relativ viel rumfliegen. Geschmacklich finde ich es jetzt nicht so der Burner. Deswegen muss ich da wirklich einfach nicht mit geizen. Ne? So, und jetzt ist er eingeölt. Dann ist er wasserfester, dann hebt er generell länger. Man kann die Einölerei auch nochmal wiederholen. Aber das ist jetzt definitiv ein Löffel, mit dem ich sagen würde, kann man auch was essen. So, habe jetzt noch ein kleines bisschen dran weitergetüftelt. Ist für meinen Geschmack jetzt wirklich ein gelungener Löffel geworden. Und den behalte ich. Den verschenke ich auch nicht, das ist jetzt meiner. Ich verschenke auch gerne diese Löffel, einfach weil, ne, weil man es kann, aber das ist jetzt meiner. Schön, ja, und besteht wirklich noch von der Laffenbreite an der breitesten Stelle her fast zu bis auf einen Millimeter vielleicht als Originalbreite. Und das ist mir immer irgendwie wichtig, dass man durch das Form des Holzes irgendwie vorgegeben kriegt, wie das fertige Resultat aussehen soll. Man kann natürlich auch einen super breiten Stock nehmen und da einfach so viel wegschnitzen, bis man auch so einen Löffel hinkriegt. Aber das, ja, nö, das sind so meine persönlichen. Und hier ist er immer noch ein kleines bisschen unsymmetrisch, was soll's. Ist Charakter. Das sind so meine persönlichen Vorstellungen, wie das ablaufen soll. Ne? Ja, das ist jetzt selbstverständlich nichts, was irgendwo vorgeschrieben wäre oder sonst irgendwas. Und jetzt habe ich noch ölige Pfoten, kann man gleich verwenden als wohltuendes Badöl.
Ja, wer selbst längerer Bartträger ist, kennt das. Da kann man schon durchaus mal ein bisschen Öl reinschmieren. Ob das jetzt Leinsamenöl ist oder Bartöl von Dr. Oetker. Nee, so heißt er nicht. Keine Ahnung. Ist im Grunde dann auch schon Wurst. So, ja, das wäre es für heute gewesen. Ich kann auch nicht mehr sitzen. Ich hocke hier auf dem Baumstumpf, der doch härter ist als erwartet. Und zurzeit habe ich Schwierigkeiten mit dem Hocken irgendwie. Vielleicht hocke ich zu viel, ich weiß es nicht. Ich brauche immer ein extra Kissen neuerdings. Oder ich werde alt, das kann es auch sein. Die Leute, die älter sind als ich, bitte mal kurz bestätigen, ob das Alter ist oder... ja gut, ich wünsche euch was. Ich hoffe, das war trotzdem in irgendeiner Form ein bisschen entspannend. Ja, besonders spannend wird sicherlich nicht gewesen sein, aber entspannt hoffentlich. Ja, das wäre so mein persönliches Ziel für heute gewesen. Dann bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, was ich morgen mache. Momentan produziere ich auch nichts vor. Das ist immer tagesaktuell. Das geht jetzt heute Abend noch online und ist halt heute auch gedreht. Schauen wir mal. Ne? Irgendwas gibt es morgen auch. Muss mal gucken. Vielleicht interviewe ich noch Evelyn zur aktuellen Lage in der Schweiz, wenn sie da Bock drauf hat. Tschüss, danke, bis zum nächsten Mal. Gesund bleiben oder werden, je nach Situation.